Als der Fußballgott Ende des 19. Jahrhunderts die Kompetenz und Schönheit und den Spielwitz auf Erden, also im Wilhelminischen Kaiserreich, verteilte, da gab er alles in die treuen Hände Konrad Kochs nach Braunschweig und nichts, aber auch rein gar nichts, gab er nach Hannover. So also wurde Braunschweig Fußballstadt, genauer die Mutterstadt des deutschen Fußballs. Und als es darum ging, die Welt erst in Trümmer zu legen und nach dem Zweiten Weltkriege die autogerechten Innenstädte zu planieren, da wollten sich Braunschweig und Hannover zunächst nicht viel schenken und nehmen an Scheußlichkeit und Besoffenheit im Wiederaufbau-Gebrumme. Dann aber schlug die Stunde der Entscheidung und der DFB wusste nur zu gut, warum er die Bundesliga 1963 nach Braunschweig gab und nicht nach Dingens oder gar die Stadt des KDF-Wagens. Weil nur bei der Eintracht 11 wahre Freunde spielten, die 1967 die deutsche Meisterschaft gewannen, mit einer soliden Betonabwehr und der Hilfe von ganz oben, eben. Und während die blau-gelbe Fahne in Turin oder beim Inter-Toto-Cup wehte, da murmelte Hannover 96 noch gegen den TSV Havelse oder ähnliches Dorfgemenge herum. Nun gab es im Folgenden einiges an Auf und Ab, wir wollen es nicht verschweigen. Aber eines steht fest, der amtierende Bundesliga-Niedersachsenmeister heißt Braunschweig, seit dem 3:0 Heimsieg an der Hamburger Straße 2014. Ihr wollt es nicht hören, aber das sind nun einmal die Fakten, meine lieben Freunde aus Hannover. Und ich habe im Vorfeld extra nochmal bei Walter Barisel, dem DFB-Chefjustiziar, angerufen. Und er hat es mir bestätigt, die ganzen letzten Derbys sind alle für ungültig erklärt worden. Also, bis Samstag.